Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem globalen Seminar über die Medaille der Erlösung, ein Geschenk der Bekehrung für die ganze Welt. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Mutter Gottes als Gesandte Gottes gesendet worden und hat in Erscheinungen für die Menschheit Fürsprache eingelegt, indem sie die Welt ermahnte, zu Gott umzukehren, um eine Strafe zu vermeiden. Die Mutter der Erlösung sagt: Immer, wenn ich bei den Erscheinungen auf Erden zeigte, wenn ich mich bei den Erscheinungen auf Erden zeigte, wurde der Welt ein Zeichen gegeben. In vielen Fällen offenbarte ich wichtige Prophezeiungen durch die Gabe der inneren Eingebung. In einigen Fällen wurde hingegen überhaupt nichts gesprochen. Stattdessen wurde ein Zeichen gegeben und jene, die mit dem Unterscheidungsvermögen gesegnet sind, haben verstanden, was Gott seinen Kindern hat mitteilen wollen. Seine Großzügigkeit hat dieses göttliche Eingreifen möglich gemacht. Denn sein einziger Wunsch ist die Rettung von Seelen. Der Herr Jesus sagt: Meine Mutter spielt eine wichtige Rolle bei der Rettung der Seelen. Sie ist die Miterlöserin, die Mittlerin der Gnaden und die Fürsprecherin. Das bedeutet, dass meine gesegnete Mutter von Gott erwählt worden ist, mir, ihrem Sohn, beim letzten Plan der Erlösung zu helfen. Ihre Rolle in dieser bedeutenden Zeitspanne wird nicht verstanden. Jede einzelne Erscheinung meiner geliebten und gebenedeiten Mutter, die in der Welt stattfand, geschah Kraft der Autorität meines Vaters. Jedes dem Menschen durch die Vermittlung meiner Mutter gegebene Geschenk seit meinem Tod am Kreuz sollte helfen, alle Sünder auf den großen Tag vorzubereiten. Ihre Aufgabe ist die der Mittlerin im Interesse der Sünder, um sie zu warnen und sie darauf vorzubereiten, mich, ihren Sohn, am letzten Tag zu empfangen. Wisst jetzt, dass ihre Geschenke, die der Welt im Laufe der Jahrhunderte durch meine Mutter gegeben worden sind, nutzen müsst, um euch zu schützen. Wisst auch, dass die Medaille der Erlösung, machtvoller als jede andere, eure Verteidigung gegen die Lockmittel des Antichristen sein wird. Jeder Versuch wird unternommen werden, um die Medaille der Erlösung aufzuhalten. Aber nichts wird die Kraft, die mit diesem Geschenk verbunden ist, stoppen. Während dieses Seminars werden wir mehr über die Bedeutung der Medaille der Erlösung erfahren und darüber, dass sie ein großes Geschenk der Umkehr und des Schutzes für die ganze Welt ist. Lasst uns beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kreuzzugsgebet 96. Gebet, um unsere Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und zu schützen. O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze uns, deine Kreuzzugsgebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die boshaften Angriffe des Teufels und gegen alle anderen bösen Geister, die uns in dieser heiligen Mission zur Rettung von Seelen vielleicht quälen mögen. Lass uns treu und stark bleiben, während wir auch weiterhin vor der Welt deinen heiligen Namen bewahren und uns niemals abbringen lassen von unserem Kampf, die Wahrheit deines heiligen Wortes zu verbreiten. Amen.
Kreuz und Gebet 33, Gebet zur Würdigung des Siegers. O mein Gott, mein liebender Vater, ich nehme dein göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit an. Dein göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit. Ich verneige mich in demütiger Danksagung und ich bitte dir, meine tiefe Liebe und meine Treue zu dir, meinem geliebten Vater, dar. Ich bitte dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu schützen und ich gelobe dir, mein Leben jetzt und immer da in deinen Dienst zu leben. Ich liebe dich, lieber Vater. Ich tröste dich in diese Zeiten, lieber Vater. Ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünde der Welt und für die Rettung aller deiner Kinder. Amen. Medaille der Erlösung, ein Geschenk der Bekehrung für die ganze Welt. Gott, der Vater, geht und denkt daran, dass ich der Allmächtige bin und dass alle Macht mein ist. Bald werde ich die Frevler vernichten und euch mein neues Paradies offenbaren. Seid geduldig, vertraut auf mich, folgt meinem Sohn und nehmt die Geschenke an, die er und seine geliebte Mutter, die unbefleckte Jungfrau Maria, euch bringen in der Gestalt der Kreuzzuggebete und der Medaille der Erlösung. Aus dem Buch der Wahrheit, Band 3, 23. August 13. Die unbefleckte Jungfrau, die Mutter der Erlösung, ihr letzter Titel vom Himmel. Mutter der Erlösung, Buch der Wahrheit, Band 4, 1. Dezember 2013. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihren Haupt. Offenbarung 12,1. Mein Kind, ich bin die Frau mit der Sonne bekleidet, und es ist die Sonne, die das Licht Gottes in der Welt darstellt. Ohne Sonne gibt es kein Licht, ohne Licht gibt es kein Leben, ohne Gott gibt es nur den Tod. Meine Rolle als die Mutter der Erlösung, wo ich meinen Sohn in dieser, seiner letzten Mission helfen werde, in seinem letzten Plan, den Bund seines Vaters, jede Seele die Erlösung zu bringen, zu vollenden, bedeutet, dass ich alles tun werde, was ich kann, um ihn, die Seelen zu bringen, nach denen er sich so sehr sehnt. Auszug aus der Botschaft von der Jungfrau Maria als die Mutter der Erlösung. Mein letzter Titel vom Himmel, sage ich euch, lasst euch von mir helfen. Buch der Wahrheit, 23. Juli 2012. Mein Kind, das Tränental, das jede Nation auf so viele Weisen überschwemmt, ist viele Male vorausgesagt worden. Doch sie haben nicht auf die Warnungen gehört, die ich im Laufe der Jahrhunderte den Visionären gab. Einige unter denjenigen, die die Versprechen des Herrn kennen, der sagte, dass er wiederkommen werde, um in einer Welt ohne Ende zu regieren, können die Zeichen erkennen. Die meisten Menschen werden das nicht können, weil sie die Evangelien nicht kennen. Kinder, diese Zeiten sind sehr schwer und verwirrend. Ich, eure geliebte Mutter, biete euch Schutz gegen Satan, wenn ihr mich nur fragen würdet. Mir wurde die Macht verliehen, ihn zu zermalmen. Wenn ihr meine Hilfe anruft, kann ich eure Qual erleichtern. Mein Kind,
Sein Einfluss wird vielen von euch, die ihre Augen öffnen, klar. Seine Boshaftigkeit hat sich in vielen Kindern Gottes festgesetzt. Morde, sinnloses Töten, Kriege, Habgier, Verfolgung, Sittenlosigkeit und um sich greifende Sünden, welche jedes der Gebote Gottes, die von Moses niedergeschrieben wurden, brechen, sind für euch alle sichtbar vorhanden. Für diejenigen, die wenig Glauben haben und die sagen, was macht das schon aus? Ihr müsst über den Schaden Bescheid wissen, den Satan in euren Seelen anrichtet. Er ist wie eine Krankheit, die schwer zu heilen ist. Sobald sie euch in ihrem Griff hat, führt sie zu anderen Krankheiten, die noch schlimmer sind als die erste, sodass ein einzelnes Heilverfahren nicht mehr ausreicht. Er vergiftet die Seele, den Geist und den Leib so schnell, dass es sehr schwer ist, euch selbst davon zu befreien. Kinder, ihr begreift nicht, wie mächtig er ist und welches Bedürfnis nach Rache er hat. Sobald er eine Seele befallen hat, wird er sie nicht mehr in Ruhe lassen, sodass die betroffene Seele beinahe ihren Verstand verliert. In manchen Fällen haben diese Seelen nicht mehr die Kontrolle über ihre eigenen Impulse. Als die Mutter aller Kinder Gottes habe ich die Macht, dabei zu helfen, eure Seelen zu retten. Als die Mutter der Erlösung, mein letzter Titel vom Himmel, sage ich euch, lasst euch von mir helfen. Die Bedeutung der Bekehrung in der Mission der Erlösung. Buch der Wahrheit, 13. Januar 2012. Mutter der Erlösung, die Bekehrung wird die Züchtigung abwenden und die bösartigen Pläne entschärfen, die aufgrund des Antichristen im Gange sind und die den Zweck haben, die Menschheit zu zerstören. Betet, dass der Kampf zwischen dem Himmel und dem Teufel das Ergebnis haben wird, dass alle Kinder Gottes gerettet werden und sie vom Feuer der Hölle verschont werden können. Die Liebe Gottes wird auf all jene herabscheinen, die meinen Vater bitten, den Antichristen daran zu hindern, der Menschheit schreckliches Leid zuzufügen. Buch der Wahrheit, 21. Juli 2012. Meine innig geliebte Tochter, für diejenigen unter euch, für meine Anhänger, die sich über die kommenden Zeiten Sorgen machen, ihr müsst wissen, dass alle Macht in den Händen meines ewigen Vaters liegt. Sein einziger Wunsch ist, alle seine Kinder aus den Klauen des Tieres zu retten. Bedauerlicherweise wird das Tier, Satan, von jenen Nichtgläubigen als ein Fantasiegebilde abgetan. Er und seine Armee von Dämonen sind überall und sie veranlassen Gottes Kinder in jeder Sekunde des Tages dazu, in ihren Gedanken, Handlungen und Werken zu sündigen. Mein Vater will nicht nur die Seele jedes einzelnen seiner Kinder retten, er will sie auch vor der Verfolgung durch den Antichristen schützen. Die Macht, diese Prüfungen abzuwenden, abzuschwächen und zu lindern, liegt in euren Händen, meine Anhänger. Eure Gebete können viel von diesen Leiden, die für die kommenden Jahre von der Armee Satans geplant werden, abmildern. Denjenigen, die sich wieder auf den Wegen des Herrn, Gottes Allerhöchsten, begeben, werden die Gnaden gegeben werden, dabei zu helfen, viel von diesem hässlichen und bösen Plan aufzuhalten, der von dieser bösen Gruppe gegen ihre Brüder und Schwestern vorbereitet wird. Die Liebe Gottes wird auf all jene herabscheinen, die meinen Vater bitten, den Antichristen daran zu hindern, der Menschheit schreckliches Leid zuzufügen. Ihr müsst innig beten, dass er, zusammen mit dem falschen Propheten, schnell zu Fall gebracht wird. Euch, meinen Anhängern, werden besondere Kreuzzug-Litaneien gegeben werden, um seine Macht abzubauen und zu schwächen. Diese müssen täglich nach der Warnung und in idealer Weise während der Anbetung der Heiligen Eucharistie gebetet werden. Diese Litaneien, die dazu bestimmt sind, den Antichristen und seine Armee zu zerstören, werden eine große Macht haben, und wenn sich genug Seelen diesen Gebeten anschließen, dann werden sie eine sehr große Bedeutung dabei haben, viel von den Plänen, die durch den Antichristen und den falschen Propheten ausgeführt werden, zu unterbinden.
Die erste Litanei wird euch bald gegeben werden. Bleibt stark und vertraut auf meine Liebe für euch, denn es ist nicht mein Wunsch, euch leiden zu sehen. Alles, was ich wünsche, ist die Vereinigung der ganzen Menschheit im neuen Zeitalter des Friedens, das vor euch liegt. Das ist alles, auf was ihr euch konzentrieren müsst. Alles Leid wird fortgewischt und wird vergessen sein zu der Zeit, in der dieses neue Zeitalter eintritt. Seid geduldig, vertraut auf mich und wisst, dass die Liebe, die mein ewiger Vater für seine Kinder hat, unüberwindbar ist und euer Vorstellungsvermögen übersteigt. Liebt und vertraut auf seine große Liebe und wisst, dass die Macht meiner göttlichen Barmherzigkeit so stark ist, dass sich dann, wenn sie die ganze Menschheit umhüllt, Milliarden bekehren werden. Das wird der Zeitpunkt sein, an dem die Kraft des Heiligen Geistes, die die Mehrheit der Seelen von Gottes Kindern durchwogen wird, für den Antichristen zu einer unerträglichen Belastung werden wird. Er wird es schwer finden, den Panzer von Gottes Armee zu durchdringen. Darum dürft ihr niemals die Hoffnung aufgeben. Die Schlacht um die Seelen könnte verkürzt und abgemildert werden, wenn sich genug Seelen bekehren und meine Anweisungen in die Tat umsetzen. Ich liebe euch alle und ich hoffe, dass ihr mir immer vertraut. Euer Jesus. Mutter der Erlösung, die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung. Meine Medaille der Erlösung wird diejenigen bekehren, die sie tragen, und ihnen wird von meinem Sohn Barmherzigkeit gezeigt werden. Mutter der Erlösung, Buch der Wahrheit, 23. August 2013. Mutter der Erlösung, die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung. Buch der Wahrheit, 18. Juli 2013. Mein Kind, ich wünsche, dass es bekannt gemacht wird, dass ich von nun an mit dem letzten Titel, der mir von meinem Sohn verliehen worden ist, auf Erden anzusprechen bin. In dieser letzten Mission bin ich jederzeit als die Mutter der Erlösung zu bezeichnen. Ein Bildnis von mir muss geschaffen werden und eine Medaille geprägt werden, wo auf der einen Seite ich abgebildet mit der Sonne hinter meinem Kopf und mit 12 Sternen eingewoben in eine Dornenkrone auf meinen Kopf. Auf der Rückseite der Medaille wünsche ich die Darstellung des heiligsten Herzens meines Sohnes mit den 2 Schwertern der Erlösung, unbedingt gekreuzt auf jeder Seite. Die Schwerter der Erlösung werden einen doppelten Zweck haben. Das erste Schwert wird das Tier erschlagen, und mir ist die Macht gegeben, dies am letzten Tag zu tun. Das andere Schwert wird die Herzen der verhärtesten Sünder durchbohren und wird das Schwert sein, wodurch deren Seelen gerettet werden. Diese Medaille müssen in großen Mengen zur Verfügung gestellt werden. Und dann, wenn sie sich in den Händen derjenigen befinden, die sie haben wollen, müssen sie von einem Priester gesegnet werden und anschließend kostenlos an andere weitergegeben werden. Die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung und Erlösung. All diejenigen, die die Medaille der Erlösung empfangen, müssen dieses Kreuzzuggebet 115 um das Geschenk der Bekehrung beten. O Mutter der Erlösung, bedecke meine Seele mit deinen Tränen der Erlösung. Befreie mich von Zweifeln, erhebe mein Herz
sodass ich die Gegenwart deines Sohnes fühlen werde. Bring mir Frieden und Trost. Bete, auf dass ich wahrhaft bekehrt werde. Hilf mir, die Wahrheit anzunehmen und öffne mein Herz für den Empfang der Barmherzigkeit deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Mein Kind, bitte lass diese Medaille entwerfen und prägen. Ich werde dich jetzt jeden Schritt des Weges begleiten und dann musst du sicherstellen, dass sie weltweit zu bekommen sein wird. Geh in Frieden, um meinen Sohn zu dienen. Eure Mutter, Mutter der Erlösung. 1027, Mutter der Erlösung, diese letzte Medaille, die euch durch die Gnade Gottes von mir gebracht worden ist, wird Milliarden von Seelen zum ewigen Leben ziehen. Buch der Wahrheit, 20. Jänner 2014. Mein liebes Kind, Gott will jeden einzelnen Menschen aus jeder einzelnen Glaubensrichtung retten, ebenso wie diejenigen, die seine Existenz und die Existenz seines Sohnes Jesus Christus leugnen. Das ist der Grund, warum Menschen jeden Alters, jeder Kultur und jeder Konfession eine Medaille der Erlösung erhalten müssen. Jeder Person, der eine Medaille gegeben wird, selbst wenn diese Medaille nicht gesegnet werden kann, wird ein außerordentliches Geschenk gegeben werden. Bald danach wird Gott in ihnen eine Gnade wecken, einen Einblick in ihre eigene Hilflosigkeit und ein Bewusstsein von Gottes allmächtiger Liebe. Er wird sogar die hartnäckigsten Seelen und jene Menschen mit Herzen aus Stein erleuchten. Bald werden sie die Wahrheit suchen und dann werden sie zu Gott rufen und ihn anflehen, ihnen das Herz leichter zu machen und sie mit seiner großen Barmherzigkeit zu erfüllen. Weist das Geschenk der Medaille nicht zurück, denn diese letzte Medaille, die euch durch die Gnade Gottes von mir gebracht worden ist, wird Milliarden von Seelen zum ewigen Leben ziehen. Als mein Vater mir diese Anweisung gab, die Welt mit dem höchstheiligen Rosenkranz zu beschenken und ihn dem heiligen Dominik zu geben, haben diesen viele abgelehnt. Sie tun es heute noch, denn sie denken, dieser wäre von mir geschaffen. Er wurde mir gegeben, damit jeder, der ihn betet, sich vor dem Teufel schützen könne. Es ist durch meine Fürsprache, dass den Seelen besondere Gnaden und Schutz gegen den Einfluss des Teufels vermacht wird. Begeht nicht den Fehler, diese Medaille abzulehnen, denn sie ist für die ganze Welt bestimmt und viele Wunder werden mit ihr verknüpft sein. Jene, die sie zurückweisen oder versuchen, andere daran zu hindern, sie anzunehmen, werden das Heil ablehnen, vor allem Atheisten, die des göttlichen Eingreifens am meisten bedürfen. Ihr müsst jene Menschen, die Gott ablehnen, immer vor den Thron meines Vaters bringen und um Barmherzigkeit für ihre Seelen flehen. Bitte stellt sicher, dass die Medaille der Erlösung so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung gestellt wird. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung. Auszug aus einer Botschaft von der Mutter der Erlösung. Der Festtag der Mutter der Erlösung wird der letzte Tag sein, der mir, der Mutter Gottes, als Festtag geweiht ist. Buch der Wahrheit, 4. Juni 2014. Die Medaille der Erlösung jedoch ist ein einzigartiges Geschenk vom Himmel, das der Welt gegeben ist aufgrund der großen Liebe, die mein Sohn für alle Kinder Gottes hat.
durch die Macht, die mir auf Anordnung meines ewigen Vaters gegeben ist, wird diese Medaille für die Rettung von Milliarden Seelen verantwortlich sein. Diese Rettung wird möglich, weil jede Seele, die diese Medaille mit einem offenen Herzen annimmt, bekehrt werden wird. Als Mutter der Erlösung, mit all den Vollmachten, die mir verliehen sind, um den Kopf der Schlange Satans zu zertreten, bedeutet dies, dass Satans Macht schnell abnehmen wird. Das ist der Grund, warum er, der Teufel, diese Medaille verabscheut, und er wird jede Seele, die er verseucht, benutzen, um Obszönitäten hinauszuschreien und diese Medaille zu bekämpfen. Kinder, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ruft mich, eure Mutter, in Zeiten großer Not immer an, euch zu Hilfe zu kommen. Ich werde immer in eurem Namen Fürsprache einlegen, um euch zu allen Zeiten Frieden und Trost zu bringen, bei eurem Bestreben, einem Sohn nahe zu kommen. Die Medaille der Erlösung, Schutz vor der Macht des Antichristen und Häresie, Buch der Wahrheit, 20. Februar 2014. Der Herr Jesus, wisst jetzt, dass ihr Geschenke, die der Welt im Laufe der Jahrhunderte durch meine Mutter gegeben worden sind, nutzen müsst, um euch zu schützen. Wisst auch, dass die Medaille der Erlösung, machtvoller als jede andere, eure Verteidigung gegen die Lockmittel des Antichristen sein wird. Jeder Versuch wird unternommen werden, um die Medaille der Erlösung aufzuhalten. Aber nichts wird die Kraft, die mit diesem Geschenk verbunden ist, stoppen. Meine geliebten Anhänger, ihr müsst euch in diesen Tagen auf das Gebet konzentrieren und all euer Vertrauen auf mich setzen. Denn diejenigen, die zu mir gehören, werden geschützt sein. Und ihr werdet für mich der Grund sein, den Elenden und den Heiden Barmherzigkeit zu zeigen. Der zweite Brief des heiligen Paulus an die Thessalonicher, 2,7-12, Einheitsübersetzung. Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk, nur muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft und Erscheinung vernichten. Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird alle, die verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen. Sie gehen verloren, weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die sie gerettet werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge glauben. Denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der Wahrheit geglaubt, sondern die Ungerechtigkeit geliebt haben. Katechismus der katholischen Kirche, zweite Auflage, Nummer 675. Vor dem zweiten Kommen Christi muss die Kirche durch eine letzte Prüfung gehen, die den Glauben vieler Gläubige erschüttern wird. Die Verfolgung, die ihre Pilgerreise auf der Erde begleitet, wird das Geheimnis der Ungerechtigkeit, das Mysterium der Bosheit in Form einer religiösen Täuschung enthüllen, die den Menschen eine scheinbare Lösung ihrer Probleme um den Preis des Glaubensabfalls von der Wahrheit anbietet. Die höchste religiöse Täuschung ist die des Antichristen, des Pseudo-Messianismus, durch den der Mensch sich selbst anstelle von Gott und seinem im Fleisch gekommenen Messias verherrlicht.
Mutter der Erlösung. Viele werden glauben, dass der Antichrist ein sehr heiliger Mann sei. Buch der Wahrheit, 7. Februar 2014. Mein Kind, würde mein Sohn Jesus Christus zu dieser Zeit auf der Erde wandeln, er würde ermordet werden. Kein Amtsträger in seiner Kirche würde ihn akzeptieren. Er würde zum allgemeinen Gespött werden, dann gefürchtet und so verachtet werden, dass sie ihn kreuzigen lassen würden, genauso wie damals. Dieses Mal kommt mein Sohn nur im Geist und auf Befehl meines Vaters. Er wird auf Erden nicht als Mensch, nicht im Fleische erscheinen. Ich bitte dringend, dass diese Botschaft allen deutlich gemacht wird, denn viele werden in seinem Namen kommen. Aber einer von ihnen wird zur Berühmtheit aufsteigen und sagen, dass er mein Sohn sei. Aber das wird eine Lüge sein. Der Antichrist wird sich erheben und so mächtig werden, dass sein Bild überall zu sehen sein wird. Statuen nach seinem Ebenbild werden errichtet werden und sein Gesicht wird ständig in den Nachrichten und auf den Fernsehschirmen auf der ganzen Welt erscheinen. Er wird von den mächtigsten Staats- und Regierungschefs Beifall erhalten. Aber erst, wenn er öffentlich willkommen geheißen und vom falschen Propheten dann bestätigt sein wird, wird er wirklich seinen Einfluss auf die Menschheit ausüben. Würde mein Sohn sich wieder im Fleisch und Blut bekannt machen und Aufmerksamkeit verlangen, sie würden ihn vernichten. Der Antichrist wird jedoch in der Welt willkommen geheißen werden, um fälschlicherweise für Jesus Christus gehalten werden. Jedes in der Bibel enthaltene Wort, das die Wiederkunft meines Sohnes betrifft, wird angepasst und verdreht werden, um die Welt davon zu überzeugen, dass sie Zeuge der Rückkehr Jesus Christus sei. Die Feinde meines Sohnes, die sich unter jene seine unschuldigen Diener in der Kirchen meines Sohnes allerorts mischen, werden in schweren Irrtum geführt werden. Ihre Führer werden den Antichristen umarmen und Seelen ermutigen, ihn zu vergöttern. Sein Einfluss wird viele, die Gott treu bleiben, schockieren. Und es ist wichtig, dass ihr eure Seelen gegen seine hypnotische Anziehungskraft schützt. Die Medaille der Erlösung wird, wenn ihr sie am Leib tragt, euch zusammen mit den anderen Gnaden, die sie verheißt, Schutz gewähren gegen die Macht des Antichristen. Gebt euch keiner Illusion hin. Der Antichrist wird viele begeistern und er wird als der mächtigste, beliebteste, charismatischste und einflussreichste Führer aller Zeiten gesehen werden. Viele werden glauben, der Antichrist sei ein sehr heiliger Mann und wegen seiner Verbindungen zur Kirche meines Sohnes werden die Menschen zu Millionen konvertieren, zu dem, von dem sie glauben, dass es die Wahrheit sei. Diese falsche Fassade der Heiligkeit
wird Tränen der Freude hervorrufen bei allen, die bis dahin in ihrem Leben kein Vertrauen noch Glauben an Gott gehabt haben. Sie werden diesen Mann mit Lob überhäufen und die Rettung ihrer Seelen ihm zuschreiben. Zunächst wird der Antichrist als ein großer Führer gesehen werden, mit einem ansprechenden, charmanten und liebenswerten Reiz. Dann, mit der Zeit, wird er beginnen, Heilkräfte an den Tag zu legen. Und viele Menschen werden sich melden und behaupten, von ihm geheilt zu sein. Viele werden auch behaupten, in seiner Gegenwart Wunder zu sehen. Dann wird es überall zu einer Reihe von falschen Erscheinungen kommen, in denen das Bild des Zeichens des Heiligen Geistes gesehen werden wird. Die Medien werden ein gottgleiches Bild von ihm schaffen und nur sehr wenige werden es wagen, ihn öffentlich zurechtzuweisen. Weil er viele Sprachen beherrscht, wird er in einem sehr kurzen Zeitraum Millionen täuschen. Dann werden die Gerüchte beginnen, dass Jesus Christus ein zweites Mal gekommen sei. Diese Gerüchte werden angeheizt werden von denen, die unermüdlich für den Antichristen arbeiten werden, indem sie Lügen verbreiten, bis er schließlich für meinen Sohn gehalten werden wird. Als all diese Ereignisse scheinen jetzt weit hergeholt. Aber wenn sie sich alle vor euren Augen entwirren, dann werden sie wie eine natürliche Reihe von Ereignissen erscheinen, die von vielen als erbaulich gesehen werden. Dann, so wie eben jede böse Falschheit der Welt von Satan verkehrt herum präsentiert wird, wird man den Antichristen durch satanische Rituale in den Himmel aufsteigen sehen. Mein Sohn wird man bei seiner Rückkehr auf den Wolken herabsteigen sehen. Das Gegenteil von damals, als er in den Himmel aufgefahren ist, so wie er es verheißen hat. Dann wird der Antichrist und all jene, die ihn sklavisch angebetet haben, in den Feuersee geworfen werden. Und ihr werdet Frieden haben, liebe Kinder. Für alle, die der Wahrheit treu bleiben, sie werden innerhalb eines Augenblicks in das neue Paradies gehoben werden, wenn Himmel und Erde eins werden. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung. Auszug aus einer Botschaft vom Herrn Jesus. Das Buch der Wahrheit wird das genaue Gegenteil von dem neuen, falschen Buch sein. Buch der Wahrheit, 5. Mai 2014. Wenn der Mensch fortfährt zu fallen und das Wort Gottes nicht mehr in seiner Gesamtheit angenommen wird, dann wird der Himmel immer eingreifen. Vertraut mir, wenn ich euch jetzt sage, dies ist meine Mission. Und wenn euch etwas anderes gesagt wird, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr in die Irre geführt werdet. Mein Versprechen ist es, Gottes Kindern treu zu bleiben, bis zum Ende und bis eine Seele die Hand Gottes ganz und gar zurückweist. Ich werde vorwärts schreiten und euch mit allen Geschenken versorgen, die ich vermache,
um euch gegen meine Feinde zu schützen, die wie Wölfe im Schafspelz zu euch kommen. Meine Geschenke werden das genaue Gegenteil von dem sein, was der Welt von den Feinden Gottes gegeben werden wird. Das Buch der Wahrheit wird das genaue Gegenteil von dem neuen falschen Buch sein, das voll von Menschen gemachten fehlerhaften Lehren, welche die Sünde rechtfertigen werden, der Welt bald aufgedrängt werden wird. Das Siegel des lebendigen Gottes wird euch gegen das Zeichen des Tieres und die Medaille der Lösung gegen die Häresie schützen, welche herauspurzeln wird aus den Mündern meiner Feinde, die meine Kirche auf Erden an sich reißen werden. Ich gebe euch mein Wort. Ihr werdet all die Beweise, die ihr euch wünscht, bekommen, und zwar bald. Ich gebe euch mein Versprechen, dass ich jetzt kommen werde, einzig um euch Erlösung zu bringen, in einer Zeit, wo von meinen Feinden jeder Versuch unternommen werden wird, euch als Kinder Gottes euer gottgegebenes Recht auf Erlösung vorzuenthalten. Zusammenfassung der Gaben und des Schutzes, die durch die Medaille der Erlösung gegeben werden. Die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung und der Erlösung. Diese letzte Medaille wird Milliarden von Seelen zum ewigen Leben führen. Sobald eine Seele diese Medaille mit offenen Herzen annimmt, wird dies zu einer Bekehrung führen. Die Medaille der Erlösung wird diejenigen bekehren, die sie tragen, und ihnen wird der Herr Jesus Christus Barmherzigkeit erweisen. Jeder Mensch, der eine Medaille erhält, auch wenn sie nicht gesegnet werden kann, wird ein außergewöhnliches Geschenk erhalten. Bald darauf wird Gott ihnen eine Gnade einflößen, eine Einsicht in ihre eigene Hilflosigkeit und ein Bewusstsein von Gottes allmächtiger Liebe. Die Medaille der Erlösung, wenn du sie am Körper trägst, wird dich zusammen mit den anderen Gnaden, die sie verspricht, gegen die Macht des Antichristen schützen. Machen Sie nicht den Fehler, diese Medaille abzulehnen, denn sie ist für die ganze Welt bestimmt und viele Wunder werden mit ihr verbunden sein. Handlungsaufruf von der Mutter der Erlösung. Die Mutter der Erlösung sagt in der Botschaft vom 18. Juli 2013: Mein Kind, bitte lass diese Medaille entwerfen und prägen. Ich werde dich jeden Schritt des Weges begleiten und dann musst du sicherstellen, dass sie weltweit zu bekommen sein wird. Diese Medaillen müssen in großer Menge zur Verfügung gestellt werden und dann, wenn sie sich in den Händen derjenigen befinden, die sie haben wollen, müssen sie von einem Priester gesegnet werden und anschließend kostenlos an andere weitergegeben werden. All diejenigen, die die Medaille der Erlösung empfangen, müssen dieses Kreuzzuggebet 115 um das Geschenk der Bekehrung beten. Um die Botschaften aus dem Buch der Wahrheit zu lesen, gehen Sie bitte auf die Webseite dasbuchderwahrheit.de. Das Siegel des lebendigen Gottes können Sie auf der Seite dasbuchderwahrheit.de ausdrucken, indem Sie das rote Siegel anklicken. Sieben Kreuzzuggebete zur Mutter der Erlösung für Bekehrung und Schutz. Kreuzzuggebet 68. Schütze mich vor dem Einfluss Satans. Mutter Gottes, Mutter der Erlösung, bedecke mich mit deinem heiligsten Mantel und schütze meine Familie vor dem Einfluss Satans und seinen gefallenen Engeln. Hilf mir zu allen Zeiten auf die göttliche Barmherzigkeit deines geliebten Sohnes Jesus Christus zu vertrauen.
Stärke mich in meiner Liebe zu ihm und lass nicht zu, dass ich mich von der Wahrheit seiner Lehren entferne. Mögen auch noch so viele Versuchungen auf mich zukommen. Amen. Kreuzzuggebet 74, Gebet um die Gabe der Unterscheidung. O Mutter Gottes, hilf mir, meine Seele auf die Gabe des Heiligen Geistes vorzubereiten. Nimm mich wie ein Kind an der Hand und führe mich auf der Straße hin zu der Gabe der Unterscheidung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Öffne mein Herz und lehre mich, mich mit Körper, Geist und Seele hinzugeben. Befreie mich von der Sünde des Stolzes und bete, dass mir alle früheren Sünden vergeben werden, damit meine Seele gereinigt wird und dass ich heil gemacht werde, damit ich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen kann. Ich danke dir, Mutter der Erlösung, für deine Fürsprache und ich erwarte mit Liebe in meinem Herzen diese Gabe, nach der ich mich mit Freude sehne. Amen. Kreuzzuggebet 98. Gebet, damit die Gnade Gottes die Weltführer bedecke. Ihr müsst für all diejenigen beten, die in hohen Positionen sind und Macht über eure Nationen haben, dass sie außerordentlich leiden. Sie werden tagtäglich vom Teufel ins Visier genommen, damit er sie als Werkzeug verwenden kann, um Gottes Kindern Not zuzufügen. O meine heilige Mutter der Erlösung, ich bitte dich, bitte deinen Sohn, er möge seine Gnaden und seine Liebe über jene Führer ausgießen, welche die Welt kontrollieren. Bete, das Licht Gottes möge sie von der Blindheit heilen und ihre Herzen aus Stein aufschließen. Behindere, dass sie unschuldige Menschen der Verfolgung aussetzen. Bitte, bete, Jesus möge sie führen und er möge es nicht zulassen, dass sie eine Verbreitung der Wahrheit seiner Lehren in den Nationen auf der ganzen Welt verhindern. Amen. Kreuzzuggebet 115, Gebet um das Geschenk der Bekehrung. O Mutter der Erlösung, bedecke meine Seele mit deinen Tränen der Erlösung. Befreie mich von Zweifeln, erhebe mein Herz, so dass ich die Gegenwart deines Sohnes fühlen werde. Bring mir Frieden und Trost. Bete, auf dass ich wahrhaft bekehrt werde. Hilf mir, die Wahrheit anzunehmen und öffne mein Herz für den Empfang der Barmherzigkeit deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Kreuzzuggebet 144, Gebet zum Schutz des christlichen Glaubens. O Mutter der Erlösung, bitte lege Fürsprache ein für die Seelen der Christen auf der ganzen Welt. Bitte hilf ihnen, ihren Glauben zu bewahren und den Lehren Jesu Christi treu zu bleiben. Bete, dass sie die Stärke des Verstandes und des Geistes haben mögen, um zu allen Zeiten ihren Glauben zu bewahren. Lege für sie Fürsprache ein, liebe Mutter, um ihre Augen für die Wahrheit zu öffnen und ihnen die Gnade zu geben, jede falsche Lehre zu erkennen, die ihnen im Namen deines Sohnes präsentiert wird. Hilf ihnen, wahre und treue Diener Gottes zu bleiben und dem Bösen und den Lügen zu widersagen, auch wenn sie deswegen Schmerz und Spott zu erleiden haben. O Mutter der Erlösung, schütze deine Kinder und bete, dass jeder Christ dem Weg des Herrn folgen wird, bis zu seinem letzten Atemzug. Amen. Kreuzzuggebet 146, um Schutz gegen Täuschungen. Liebe Mutter der Erlösung, schütze mich mit der Gnade des Schutzes gegen Täuschungen, die von Satan geschaffen werden, um den Glauben von Christen zu zerstören. Beschütze uns gegen jene, die die Feinde Gottes sind. Bewahre uns vor Lügen und Häresie, die benutzt werden, um unsere Liebe zu deinem Sohn zu schwächen. Öffne unsere Augen gegenüber Unwahrheiten, Täuschungen und jedem Versuch, den wir möglicherweise begegnen, der uns ermutigen soll, die Wahrheit zu leugnen. Amen. Kreuzzuggebet 155, um Schutz für die Mission der Erlösung. O liebste Mutter der Erlösung, höre unseren Ruf nach Schutz für die Mission der Erlösung und für die Kinder Gottes. Wir beten für diejenigen, die sich in diesem großen Augenblick in der Geschichte dem Willen Gottes widersetzen.
Wir bitten dich, beschütze all jene, die auf deinen Ruf und auf das Wort Gottes, alle vor den Feinden Gottes zu retten, antworten. Bitte hilf, jene Seelen zu befreien, die der Täuschung des Teufels zum Opfer fallen, und öffne ihre Augen für die Wahrheit. O Mutter der Erlösung, hilf uns armen Sündern, würdig zu werden, die Gnade der Beharrlichkeit zu empfangen, in unserer Zeit des Leidens, im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Schütze diese Mission vor Schaden, schütze deine Kinder vor Verfolgung, bedecke uns alle mit deinem allerheiligsten Mantel und erlange uns das Geschenk, zu unserem Glauben zu stehen, jedes Mal, wenn wir vor der Herausforderung stehen, die Wahrheit auszusprechen und das heilige Wort Gottes zu übermitteln, für den Rest unserer Tage, jetzt und immer da. Amen. Kreuzzuggebet 96, Gebet, um unsere Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und zu schützen. O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze uns, deine Kreuzzuggebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die boshaften Angriffe des Teufels und gegen alle anderen bösen Geister, die uns in dieser heiligen Mission zur Rettung von Seelen vielleicht quälen mögen. Lass uns treu und stark bleiben, während wir auch weiterhin vor der Welt deinen heiligen Namen bewahren und uns niemals abbringen lassen von unserem Kampf, die Wahrheit deines heiligen Wortes zu verbreiten. Amen. Abschließender Segen. Gott, wenn du die Wahrheit bist, dann offenbare mir das Zeichen deiner Liebe. Öffne mein Herz, um Führung zu empfangen. Wenn du existierst, lass mich deine Liebe spüren, damit ich die Wahrheit erkennen kann. Bete jetzt für mich. Amen. Möge der göttliche Beistand immer mit uns sein. Amen. Möge die Mutter der Erlösung unsere Fürsprecherin sein und uns ihren Schutz und ihre Liebe durch die Barmherzigkeit Gottes gewähren. Amen. Möge der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf uns herabkommen und immer bei uns bleiben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben, um mehr über die Medaille der Erlösung und die Liebe, die Hoffnung, den Schutz und die Fürbitte zu erfahren, die durch diese letzte Medaille und die Mutter der Lösung gewährt werden können. Wir möchten Sie mit diesen Worten verlassen, die uns von der Mutter der Erlösung gegeben wurden. Erlaubt mir, eurer Mutter, euch in den bevorstehenden Zeiten zu führen, denn ich bin eure Fürsprecherin und Jesus Christus hat mir große Gnaden gegeben, sodass ich in der Lage sein werde, euch mitzunehmen auf dem Weg zur großen Herrlichkeit. Ich bringe große Kunde von der Barmherzigkeit meines Sohnes und ich bin sein Werkzeug bei der Rettung von Seelen. Keine Seele wird von dieser Mission der Erlösung ausgeschlossen sein. So, dann möchte ich alle einladen, jetzt gleich um 22 Uhr an dem Gebet für die Reihe, für die Weihe Russlands an die Mutter der Lösung teilzunehmen. Das soll ja jeden ersten Samstag eines Monats gebetet werden. Heute also jetzt gleich um 22 Uhr. So, liebe Brüder und Schwestern, mit großer Freude und Dankbarkeit teilen wir euch mit, dass der offizielle Webshop der Mission für eure Bestellungen bereit ist. Der Name ist Vita Eterna. Die Sakramentalien und die Bände vom Buch der Wahrheit findet ihr in zahlreichen Sprachen. Hier ist die Shop-Adresse www.
vita-aeterna.eu/de. Könnt ihr euch ein Foto machen? Ein Foto machen, um die Domain nicht zu vergessen. Bestellungen der Bücher und Sakramentalien sind ab jetzt nur noch über den Webshop möglich. Wir wünschen euch viel Freude beim Erkunden des Shops. Beten wir auch dafür, dass dieser neue Webshop vor Angriffen bewahrt bleibt. Wir weihen daher diesen Webshop dem heiligsten Herzen Jesu und dem unbefleckten Herzen Mariens. Wir wünschen euch Gottes Segen mit dem Schutz der Mutter Gottes. Geht hin in Frieden.